dass mit Oberösterreich der letzte Herzlauf in diesem Jahr über die Bühne geht und in wenigen Momenten an den Start geht. Ihr zeigt allen Herz und unterstützt damit herzkranke Kinder und deren Familien in allen Situationen. Und nach links, wir müssen auch warten und jeden auch ganz wichtig zum Laufen. Wie ihr sehen könnt, ein bisschen Regen, aber das tut der guten Stimmung keinen Abbruch. Kinder voll motiviert, tolle Veranstaltung, großes Lob an Oberösterreich. Jedes Mal, wenn ich beim Herzlauf bin, fühle ich mich selbst wieder sehr positiv. Ich bin motiviert, selbst wieder zum Laufen und ich freue mich, dass so viele Kinder dabei sind, weil die sind unsere Zukunft. Ja, mein Herz geht auf. Es ist immer was ganz Besonderes. Es sind natürlich auch viele Herzkinder, betroffene Herzkinder und deren Familien mit dabei. Und wenn man da dann sieht, dass man denen wirklich Gutes tun kann, dass man die unterstützen kann, mit den Läufern natürlich, die Teilnehmer selber, aber natürlich mit den Sponsoren und Partnern, die das Ganze unterstützen, ist das natürlich wunderschön. Die Michi hat da ein tolles Projekt initiiert, das wächst und wächst und da geht man selber das Herz auf und da ist man einfach immer wieder gerne mit dabei und unterstützt es natürlich auch. Nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Unterstützung der Herzkinder hier. Mehr dazu werden wir ja dann auch noch hören, aber auch dafür heute so toll. Im Wetter zu trotz werden wir hier einen tollen Lauf starten. Tolles Teilnehmerfeld. Freuen Sie total. Heute ist ja der letzte Herzlauf für dieses Jahr, Herzlauf Oberösterreich hier im Sportzentrum Traun. Wir haben knapp 1200 Starter mit dabei gehabt, ob Kinder oder Erwachsene, die alle Herz gezeigt haben. Es ist echt super schön, nämlich trotz des miesen Wetters so viele Teilnehmer mit dabei waren und Sonne im Herzen mit dabei hatten. Die sind von Haus aus so motiviert. Durch das, dass es viele Jahre schon besteht, kennen das die Leute und da macht ihnen das Wetter dann auch nicht so viel aus. Und für die Stadt Traun einfach eine wichtige und eine schöne Veranstaltung. Ich muss schon sagen, ich brenne für diesen Lauf. Ich finde das einfach immer schön, ja, einfach zu helfen. Und ich muss aber auch gestehen, es ist auch für uns jetzt als Schule mit den Schülern gemeinsam da was zu machen. Das ist ein super Teambuilding-Event gewesen. Wir haben die Schüler angefeuert, die Schüler haben uns Lehrer angefeuert, der Elternverein war dabei. Das war wirklich ein ganz ein tolles Miteinander, ein Event fürs Herz. Ja. Das erste Mal bin ich extrem froh, dass der Lauf wieder stattfindet und da herzliche Gratulation an den Veranstalter, die haben das in bewährter Art und Weise fortgeführt, ist wirklich super und zum Zweiten taugt es mir natürlich, dass ich jetzt einmal als Teilnehmer beim Herzlauf dabei sein kann und ja, mich freut es natürlich auch, dass wir vom LASK mit so einer großen Truppe, wir haben knapp 130 Mann und Frau starkes Starterfeld gehabt, da unseren Beitrag leisten. Ich habe 1000 Euro mitgebracht und den würden wir gerne übergeben.
Meine Damen und Herren, habt ihr es gehört? Ist einer ganz, ganz besonders großen Applaus wert. Teilnehmer bei den Herzläufen. Wir sagen von Herzen Danke für eure Teilnahme. Ihr habt wirklich großes Herz gezeigt. Ihr seid wahre Herzensmenschen. Ihr habt mit eurer Teilnahme herzkranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unterstützt. Wir schätzen es sehr und wir freuen uns, wenn möglichst viele von euch auch nächstes Jahr wieder mit dabei sind. Hand aufs Herz.